Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen einer der grundlegenden Module in Python vorstellen, den sogenannten NumPy. Ich nenne das gerne NumPy. Es gibt Leute, die es NumPy nennen. Es kommt von Numeric Python, also numerisches Python. NumPy hört sich aber irgendwie für mich niedlicher an, so ein bisschen wie Grumpy. Was ist NumPy? NumPy ist ein Modul für Python, offensichtlich, das uns hilft, mathematische Funktionen und Berechnungen anzustellen. Das heißt, zusammen mit anderen Modulen, wie zum Beispiel Matplotlib, das wir auch ein bisschen später kennenlernen werden, aber auch andere viel fortgeschrittenere Module wie Science Python oder für Machine Learning verschiedene Module und so weiter, die bauen alle drauf auf. Was ist also NumPy? NumPy besteht letztendlich aus einer Klasse, deswegen brauchten wir auch die Klassen davor, die sehr weit verbreitet ist im Benutzen mit Python, die sogenannte ND-Array oder so eine Art Repräsentation von einer Matrix. Was ist der Unterschied zwischen so einem ND-Array, so nennt man das, Numerical Array, und einer normalen Liste in Python? Der Unterschied, eigentlich gibt es wenige Unterschiede und gleichzeitig viele. Eine Liste in Python ist etwas breiter aufgestellt. Wir wissen ja, in einer Liste können wir zum Beispiel verschiedene Arten von Variablen zusammentun. Man kann da Characters und Zahlen zusammenspeichern. In einem ND-Array ist das nicht möglich. Dort geht es tatsächlich um eine mathematische Matrix, die eine, zwei oder drei Dimensionen haben kann, die eben tatsächlich nur mit Zahlen operiert. Und diese Zahlen, alle diese Zahlen in der kompletten Matrix sind auch vom gleichen Typen. Den Typen kann man zwar ändern, man kann es sich einstellen, wie man möchte, aber wichtig zu verstehen ist, dass es eben nur ein einziger Typ ist in der Matrix zu einer bestimmten Zeit. Gucken wir uns doch mal NumPy ein bisschen an. Meine Lieblingsquelle für NumPy ist die offizielle NumPy-Seite. Normalerweise werden ja solche Module von verschiedenen Leuten geschrieben und weiter gemanagt sozusagen. Und meistens haben sie auch eine gute dokumentierte Webseite mit einigen Tutorials drauf und vor allem mit der kompletten Dokumentation. Wenn ich jetzt auf NumPy gehe, die Adresse ist relativ einfach. Die nennt sich www.numpy.org. Hier wird zuerst so ein bisschen erklärt, leider ist es nur auf Englisch, jedenfalls die, die ich kenne, ist auf Englisch, vielleicht existiert sie irgendwo auch auf Deutsch, aber es ist vielleicht auch an der Zeit, dass Sie sich daran gewöhnen, englische Dokumentation zu lesen, auch wenn Sie nicht jedes Wort verstehen, ist es wichtig, das zu lernen, weil die meisten Dokumentationen tatsächlich nur auf Englisch existieren. NumPy sagen Sie auch selber, das ist ein Powerful N-Dimensional Array Object. Also wir haben hier eine Klasse, diese ND-Array, die die Repräsentation so einer Matrix uns ermöglicht. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene mathematische Funktionen, die dort mitimplementiert sind, die man eben nutzen kann. Wir gehen jetzt als allererstes zu diesem NumPy-Tutorial und ich würde Ihnen auch vorschlagen, zu Hause das wirklich durchzuarbeiten. Hier werden wir ein bisschen zusammen anfangen. Stichwort Selbstrecherche, dass manche von Ihnen sich beschwert haben, dass es selten zu einem Erfolg führt. Hier möchte ich Ihnen jetzt in diesem Video auch zeigen, was ich da eigentlich mache und was bedeutet Selbstrecherche und wie lernt man eigentlich effizient von solchen Webseiten. Natürlich sollten Sie sich das auch alles komplett durchlesen. Wir werden es nicht tun, aber prinzipiell sagen Sie, okay, wenn man mit Python nicht so gut unterwegs ist, dann sollte man sich erstmal den Python-Tutorial angucken. Wir sind aber bereits Experten in Python, das machen wir nicht. Es geht auch darum, wie man es eigentlich überhaupt NumPy installiert. Das haben wir bereits gemacht, weil wir Anaconda installiert haben und Anaconda hat bereits NumPy drin. Das heißt, ich muss da nichts weitermachen. Und jetzt kommt erstmal eine kleine Erklärung, was ist überhaupt dieses ND-Array? Ich habe Ihnen bereits erklärt, dass der große Unterschied ist, dass es eben einen einzigen Typen von Daten beinhaltet und es ist eben eine spezielle Klasse in diesem Modul, mit denen man operieren kann. Und diese Klasse hat auch einige
Felder, die man sich angucken kann, um sich zu informieren, wie groß, wie sieht eigentlich diese Matrix gerade aus. Dafür werden wir jetzt direkt ins Spider gehen und ein bisschen auch was ausprobieren. Das heißt, ich werde jetzt hier als allererstes NumPy überhaupt importieren, und damit ich nicht immer NumPy schreibe oder NumPy, werde ich das abkürzen als NP, damit es ein bisschen kürzer ist. Und danach werde ich mir direkt die erste Matrize, nehmen wir mal an, wir nennen sie M1. Man erzeugt eine Matrize mit der Methode np.array. Und diesem Array kann man jetzt eine Liste weitergeben. Diese Liste kann ein-, zwei- oder dreidimensional sein, wie man möchte. Und das reicht erstmal auch. Das heißt, wir können jetzt hier einfach eine Liste nehmen, die besteht zum Beispiel aus 1, 2, 3, dann auch nochmal 1, 2, 3. Und die soll natürlich zweidimensional sein. Hier brauche ich noch eine Klammer und hier die Klammer zu. Man sieht es jetzt, die Klammern sind eine Menge, aber wir werden sie gleich ein bisschen erforschen. Wenn ich jetzt Print M1 mache, dann funktioniert das nicht. Toll, so. Das müsste natürlich hier mit eckigen Klammern sein. Ist ja nicht so schlimm. Das machen wir. Okay, Ah, ich habe das Komma vergessen. So. Jetzt wissen Sie auch, wie ich debugge. So, und jetzt, wenn ich diese Matrize ausdrucke, dann sehe ich Folgendes. Das ist hier. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Genauso war es ja auch gemeint. Ich habe in eine zweidimensionale Liste zugeschickt, als Liste. Und daraus hat mir jetzt NumPy eine Matrize erzeugt. Was kann man sich jetzt über diese Matrize alles ausgeben lassen? Wie zum Beispiel könnte ich ihn fragen, M1, Punkt, jetzt gucken wir uns, was es so hier gibt. Gibt es eigentlich eine Menge Methoden, die man aufrufen kann? Aber was uns im Moment interessiert, ist zum Beispiel n-Dimensions. n-Dimensions würde mir die Anzahl der Dimensionen ausdrucken, und das ist eben 2. Man kann sich auch angucken, M1 Shape. Das ist auch ganz interessant. Das ist 2, 3. Das heißt nicht nur die Anzahl der Dimensionen, sondern wie groß genau die einzelnen Dimensionen sind. Hier sehen wir, in der ersten Dimension haben wir 2. Das sind genau unsere 2 Zeilen hier. Und in der zweiten Dimension haben wir 3 Elemente. Das sind hier unsere Spalten 1, 2 und 3. Wenn wir jetzt zum Tutorial zurückgehen, wir müssen ja nicht alles ausprobieren, sind sie bereits sehr schön aufgelistet, genau diese Felder oder diese Eigenschaften von der Matrize, die man sich jederzeit nicht nur angucken kann, indem man sie einfach ausdruckt zum Beispiel, sondern dann tatsächlich nutzen kann. N-Dimensions gibt uns die Anzahl der Dimensionen. Shape gibt uns die genaue Form der Dimension, also wie viele Zeilen, wie viele Spalten, wie viele Ebenen habe ich. Size sagt mir insgesamt, wie viele Elemente ich habe. Also das heißt, wenn ich Shape miteinander multipliziere, die einzelnen Elemente, die mir Shape zurückgibt, dann würde ich eigentlich Size zurückbekommen. Je nachdem, was man braucht, braucht man eines oder das andere. DType ist etwas Interessantes, was wir uns gleich angucken werden. Und zwar sagen wir Print M1 DType. Und das spuckt mir jetzt Int 64. Das ist der Standard Typ, den die Matrize bekommt, falls ich ihm eine Liste aus Integers zugeschickt habe. Das bedeutet letztendlich nichts weiter, außer der hat auch die Matrize intern als Integer mit 64 Bit gespeichert. Das bedeutet signed, also mit Vorzeichen, 32 Bit groß. Das kennen wir noch vom letzten Semester. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, Item Size sich anzugucken. Das würde dann bedeuten, wie viel Bytes eins davon genau hat. Und zwar in Bytes, deswegen, denn das hier war ja die Type, das ist ja ein bisschen anders, das kann man in Berechnungen zum Beispiel schlecht benutzen. Item Size kann man ein bisschen besser benutzen. Und dann gibt es noch sozusagen ein Buffer oder die eigentlichen Daten, die kann man sich auch mit ndArrayData anschauen. Danach kommt auch ein kleines Beispiel, das haben wir prinzipiell fast das gleiche schon durchgerechnet. Und jetzt gibt es auch noch eine Reihe Möglichkeiten, wie man dieses Array wieder erzeugt.
Ich gehe ein bisschen hier tiefer. Man merkt hier, es gibt mehrere Möglichkeiten. Wie zum Beispiel hier wird behandelt genau dieses Problem, dass man eben die Klammern erstmal richtig hinkriegen muss. 1, 2, 3, 4, damit kann er nichts anfangen, weil er denkt, das sind seine Parameter. Das heißt, als Parameter muss man ihm die Liste geben, nicht vergessen, die Klammern drumherum zu machen, um die Liste herum. Man kann sie als normale Klammer nehmen, man kann die eckigen Klammern nehmen. Bei uns musste es die Ober, bei uns war es so ein Beispiel. Und man kann auch bei dem Typen sehr viele verschiedene Typen angeben, nicht nur Sachen wie Int 64, Int 34, Float und so weiter, sondern auch etwas, was später für Sie im Studium vielleicht relevant wird, zum Beispiel diese komplexe Zahlen. Dann interpretiert er diese Liste sofort als eine komplexe Zahl. Man sieht hier, die imaginäre Komponente ist immer auf 0 gesetzt, aber er ist schon mal vorbereitet. Und jetzt folgen auch eine Reihe von Funktionen, mit denen man ein Array erzeugen kann, ohne eine Liste dazu zu geben. Das sehen wir uns aber in einem anderen Video an. Dankeschön.